Und ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir die Kraft gibt, denn ohne seine Kraft sind wir nichts, euch heute einen Funken mit auf diesem Weg geben zu können. Denn eins müssen wir wissen, Allah braucht keinen Pierre Vogel, Allah braucht keinen Ibrahim Abu Naji, Allah braucht keinen Abu Abdullah, Allah braucht keinen Abu Dujan, Allah braucht keinen Hussein Krass, Allah braucht niemanden. Aber wir brauchen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala danken, dass er uns aus diesen Dunkelheiten, wo so viele Menschen drin sind, hier hingebracht hat, dass er uns recht geleitet hat, dass wir die Chance haben, etwas für diese Religion in diesem Zeitalter zu machen, wo sich viele von der Religion abgewandt haben. Ich stelle euch eine Frage, liebe Geschwister. Eine Frage. Ist nicht heute die Zeit, wo sich viele von der Religion abwenden? Ist es nicht so? Wer würde sagen, es ist so? Also sehr viele sehen das so, Alhamdulillah, oder die meisten. So ist das. Hört mal zu, was passiert, was Allah sagt, was passiert, wenn sich Leute von der Religion abwenden, was dann passiert. Allah sagt im Koran, in Sure 5, Vers 54, und diesen Vers müsst ihr euch anhören. Ya ayyuhal ladhina amanu, o ihr, die ihr glaubt, man yartadda minkum an dini, wer sich von euch von der Religion abwandt, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wenn ihr euch von der Religion abwandt, so wird Allah mit einem Volk kommen, das er liebt und die ihn lieben. Alhamdulillah, Brüder, ihr seid da. Schwestern, ihr seid da. Und das ist inshallah ein Zeichen, dass Allah euch liebt. Jetzt schaut euch an, welche Eigenschaften sie haben. Und dann schaut euch an, ob ihr diese Eigenschaften habt. Was sind ihre Eigenschaften? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Was sind die? Adhillatin al-mu'minin. Die sind demütig gegenüber den Gläubigen. Und zu dieser Demut gehört, dass wir heute hier uns Sorgen machen für unsere Geschwister, dass wir uns Sorgen machen für unsere Geschwister, die in anderen Ländern leben, die dort sterben, weil es einen Tarut gibt, der gegen diese Religion ist, dass wir uns Gedanken darüber machen. Brüder, wir müssen Angst haben, und Schwestern. Denn der Prophet hat gesagt, dass der Gläubige, die Gläubigen zueinander sind wie ein Körper. Wenn ein Teil schmerzt, schmerzt auch der andere Teil. Was heißt das? Das heißt, wenn wir keine Schmerzen dafür empfinden, wenn wir uns keine Sorgen darum machen, dann müssen wir uns Sorgen machen um unseren Iman. Und die Leute, die dann noch kommen und erzählen was von Khawarij und so weiter in Syrien und so, die nicht nur nichts machen, sondern auch noch Brüdern in den Rücken fallen, die müssen aufpassen, dass die Strafe Allahs nicht schon im Anflug ist. Jetzt wird weiter. Adhillatin al-Mu'minin, Izzatin al-Kafirin. Also, die sind demütig gegenüber den Gläubigen, mächtig auftretend gegenüber den Ungläubigen. Schaue dir an, wer das ist. Schaue dir an, wer das ist, wer mächtig auftretend ist. Yujahiduna fi sabilillah, das heißt, die bemühen sich auf dem Weg Allahs, wa la yakhafuna lawmat lahim, und die fürchten den Tadel des Tadelnden nicht. Deswegen, Bruder, habe diese Eigenschaften, dass du demütig gegenüber den Gläubigen bist, mächtig auftreten gegen den Ungläubigen, dass du dich für Allah bemühst und dass du keine Angst hast vor dem Tadel. Oh, die können mich ja radikal nennen. Die können mich ja, wie heißt das Wort heute? Wie heißt es noch? Salafist, gut geraten, mashallah. Mashallah, nur intelligente Menschen, Alhamdulillah. Ja? Auf jeden Fall, liebe Geschwister im Islam, jeder Muslim will, dass diese Religion nach vorne kommt. Allah sagt im Koran in Sure 2, Vers 165: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und unter den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen, die diese Rivalen
so lieben, wie man nur Allah lieben soll. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, die sind in ihrer Liebe zu Allah heftiger. Deswegen frage ich dich, frage dich, liebst du Allah? Liebst du Allah? Wenn du Allah liebst, dann musst du dir die Frage stellen, was kann ich tun, um die Religion, die Allah liebt, nach vorne zu bringen? Was kann ich tun, dass Allah angebetet wird? Was kann ich tun, dass das Wort Allahs an erster Stelle steht in der Welt? Das ist das, was im Herzen eines Muslims sein muss. Takbir! 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 Das muss im Herzen sein, Brüder. Und ich hoffe und Schwestern, wenn wir heute hier rausgehen, dass unser Herz voll ist und dass unser Herz für diese Botschaft schlägt. Jetzt fragen wir, was können wir tun? Was können wir machen? Der Muslim, der Allah liebt, macht sich Gedanken. Der macht sich nicht nur Gedanken über Kaffee und Kuchen. Wie kann er die nächste Miete bezahlen? Der macht sich Gedanken über höhere Ziele. Der weiß, dass er irgendwann sterben wird. Der weiß, dass der Engel des Todes kommen wird. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Und da macht er sich Gedanken darüber. Und mashallah, es gibt viele Brüder, die sich Gedanken gemacht haben. Der eine sagt, die Lösung ist, wir müssen Khilafa aufrechterhalten. Wir müssen einen Khalifatstaat zurückbringen. Und Alhamdulillah, dass es Brüder gibt, die sich über solche Sachen Gedanken machen. Alhamdulillah, dass es Brüder gibt, die diese Gedanken aufrechterhalten. Weil eigentlich die Situation, in der wir heute leben, wo die Kuffar die Grenzen bestimmen, wo die Grenzen alle geschnitten sind, wie mit dem Lineal, das ist eine Situation, die der Umma Islamia fremd ist. Der andere sagt, wir müssen uns vereinen. Und wir sagen, Mashallah, Tabarakallah. Stimmt. Wir müssen uns vereinen. Was sagt Allah im Koran? Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraku. Haltet gemeinsam als Seil Allahs fest und trennt euch nicht. Der Nächste kommt und sagt, wir müssen Tauhid verbreiten. Weil das ist das, womit der Prophet angefangen hat. Das ist das, wofür wir leben. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ich habe die Menschen und die Dschinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Der andere sagt, wir müssen erstmal die Bid'a bekämpfen. Die ganzen Erneuerungen der Religion, weil die schwächen uns. Wisst ihr was? Gehen wir das mal durch. Ich sage, alle diese Meinungen sind falsch. Und alle diese Meinungen sind richtig. Was meinst du damit? Meiner Meinung nach sind diese Meinungen alle richtig und alle falsch. In welchem Sinne? Weil sie sind alle nicht die Lösung, sondern sie sind ein Teil der Lösung. Sie sind ein Teil der Lösung. Und deswegen sollte jeder Muslim gucken, was er als Puzzle, jeder Muslim muss sich als Puzzle vorstellen und er ist ein Teil diesen, als Puzzlestück vorstellen und er ist ein Teil dieses großen Puzzles. Schaue, was du machen kannst. So, weil derjenige, der sagt, er will erstmal Khilafa haben, der wird sagen, weil wenn wir Khilafa haben, dann können wir auch den Tauhid verbreiten, dann können wir auch die Bid'a bekämpfen, weil dann haben wir die Medien in der Hand, dann haben wir eine Regierung hinter uns. Das ist logisch, oder? Das ist logisch. Dann sagt aber der andere, ja, aber wir kriegen erst Khilafa, wenn wir erstmal Tauhid verbreitet haben. Sagt er dann. Okay. Ich sage, lass uns anfangen. Lass uns nicht groß streiten, lass uns mal anfangen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und lass uns mal anfangen, für den Islam zu arbeiten. Und womit ich heute anfangen will, ist, ich will euch etwas vom Tauhid-Verständnis mit auf den Weg geben. Ich will euch etwas vom Tauhid mit auf den Weg geben, denn glaubt mir eins, wenn wir das richtige Tauhid-Verständnis im Herzen haben, dann laufen wir durch die Wände, ohne mit dem Wimpern zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken.
laufen wir durch die Wände durch. Warum sage ich das? Weil es Leute gab vor uns, die den besten Lehrer hatten und die den besten Lehrplan hatten und die deswegen Tauhid im Herzen hatten. Die hatten nicht Tauhid im Kopf nur, die hatten Tauhid im Herzen. Was meinst du damit, Abu Hamza, mit Tauhid im Herzen und Tauhid im Kopf? Tauhid im Kopf ist, ich lerne Regeln auswendig. التوحيد لغة من واحد يوحد توحيدا وهو أن جعل شيء واحدا. Das ist jetzt die linguistische Bedeutung von Tauhid. وهو ينقسم إلى ثلاثة الأقسام الأول توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله والثاني توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان الجازم بكل ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله إثبات نفي وإثباتا من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل und so weiter und so fort. Alles Definitionen, die schön sind, die richtig sind, und ich bin nicht gegen diese Definitionen, aber es gibt Länder, wo diese Definitionen den Kindern Kindergarten beigebracht werden, aber seit 20, 30 Jahren geht das Praktizieren des Islams dort steil bergab. So, das heißt, da wird Tauhid auf diese Art und Weise, auf diese akademische Art und Weise, den Kindern in den Kindergarten beigebracht, den Kindern in der Grundschule beigebracht, aber dann gehst du auf, dann schaust du, von welchem Land die meisten ekelhaften Internetseiten aufgemacht werden. Und da steht dieses Land ganz mit oben dabei. Dann siehst du, dass das Praktizieren des Islams unter der normalen Bevölkerung seit 20 Jahren steil bergab geht. Also muss irgendwas fehlschlagen. Die Dawa Islamias ansprechen, das Volk ist islamisch im Allgemeinen. Also muss die Medizin falsch sein. Muss etwas oder nicht falsch sein, sondern wenn ich eine Medizin habe und ich habe nicht die richtige Dosierung, das heißt, ich schmeiße einige Inhaltsstoffe rein und andere Inhaltsstoffe lasse ich raus, da kann es sein, dass die Medizin nicht wirkt. Anderes Beispiel. Ich treffe einen Bruder. Seit 7 Jahren geht er zu Unterrichten. Seit sieben Jahren geht er zu Tauhid-Unterrichten. MashaAllah, Tabarakallah. Bart, gekürzte Hose, Allahu Akbar. Dann sage ich zu ihm, Bruder, wir müssen was machen. Wir machen eine Veranstaltung gegen diesen Käfir, Muhammad Rashide, diesen Abtrünnigen, der versucht, die Religion zu entstellen. Ja, wir machen etwas dagegen, wir machen Videos dagegen, um zu zeigen, was das für ein Scharlatan ist, was das für ein Heuchler ist. Ach, da sagt der Bruder zu mir, ja Bruder, weißt du was, wenn die deutsche Regierung den haben will, da kannst du sowieso nichts dagegen machen. MashaAllah. Das ist Tauhid? Das ist Tauhid? Ach, was haben wir gelernt? In 7 Jahren. Bruder, da läuft was falsch beim Unterricht. Verstehst du, wenn ich da stehe? Liebe Geschwister, wir machen heute einen Tauhid-Unterricht. Allah ist allmächtig. Allah ist allwissend. Allah hilft den Brüdern zum Sieg. Psst, mach die Tür zu. Sonst wird die Moschee geschlossen. Achi, dein Verhalten, das Jammerlappen da war, ist das. Dein Verhalten macht den Tauhid zunichte. Und deswegen schauen wir, wie hat der Prophet a.s. den Tauhid beigebracht. Bei dem Propheten gab es keine Terminologie von Rububiyya, Uluhiyya, Esma'i wa Sifat. Ich will jetzt hier eine Frage stellen an dieser Stelle. Wer glaubt, dass Allah der einzige Schöpfer ist? Aufzeigen. Alle, mashallah. Wer glaubt, dass Allah der ultimative Versorger ist? Mashallah. Wer glaubt, dass Allah alle Angelegenheiten regelt? Mashallah. Wer glaubt, dass Allah der Einzige ist, der es verdient hat, angebetet zu werden? Mashallah. Wer glaubt, dass Allah mit seinen Eigenschaften und mit seinen Namen
über unserer Vorstellungskraft ist. Mashallah. Okay. Wenn ich jetzt fragen würde, ich frage jetzt, wer könnte hier nach vorne kommen und könnte mir akademisch erklären, mit Terminologien, was der Unterschied ist zwischen Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma'. Wer könnte nach vorne kommen? Die wenigsten. Zeigt so gut wie keiner auf, aber das, was ich eben gefragt habe, das ist das. Wenn ich frage, wer ist der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher, das ist Tawhid al-Rububiyya, kurz zusammengefasst. Wenn ich frage, ist Allah in unserer Forschungskraft beschrieben, so wie er selber schreibt, das ist Tawhid al-Asma'. Wenn ich frage, ist der einzige, der angebetet werden kann, Allah, das ist Tawhid al-Uluhiyya. Aber so gut wie keiner kommt jetzt nach vorne, kommt das mit terminologischen Begriffen erklären. Jetzt gibt es eine Gruppe von Ahlul Hawa, von Ahlul Bidah, die machen das zu einer Bedingung, dass ich mit meinem Nachbarn über den Islam reden kann. Die sagen, das ist eine Bedingung in der Dawa. Wir fragen, zeige mir im Koran, das ist die 1000-Euro-Frage. 1000-Euro-Frage für Ahlul Hawa. Bringe mir den Vers im Koran oder den Hadith vom Propheten, wo der Prophet Friede und Segen mit ihm sagt, der Tauhid unterteilt sich in drei Kategorien. Tauhid Rububiyya, Tauhid Uluhiyya, Esma wa Sifat. Oder bring mir den Vers vom Koran. Dann kommt er mir mit, ja, guck mal, Allah sagt im Koran, Kul a'udhu bi Rabbinas, Rabb, das ist Rububiyya, Melikines, das gehört auch zu Rububiyya, Ilahines, das ist Uluhiyya, also Anbetung. Ja? Und Allah sagt im Koran, Kul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Das ist alles Esma wa Sifat. Mashallah, wir haben nicht gefragt, ob diese Kategorisierung, diese Terminologie eine Grundlage hat, weil wir haben nicht gesagt, dass es falsch ist. Wir haben nur gesagt, es ist falsch, das als Bedingung zu machen, um Dawa zu machen. Und der Prophet hat so keine Dawa gemacht. Das heißt aber nicht, dass es verboten ist, Dinge zu kategorisieren. Genauso wurden die islamischen Wissenschaften kategorisiert in Tafsir und Akida und Usulul Fiqh und Fiqh und so weiter und so fort. Und Sira und Tarikh, das sind die islamischen Wissenschaften. Der Prophet hatte damals, sallallahu alaihi wasallam, keinen Unterricht, ja, wo er sich montags getroffen hat. Heute erste Stunde Akida, zweite Stunde Fiqh, dritte Stunde dies, das. Stundenplan, am Ende des Jahres kriegt ihr ein Zeugnis, Bachelor. Und wenn ihr dann nochmal 4 Jahre studiert, Magister. Und wenn ihr nochmal Magister, und wenn ihr nochmal 4 Jahre studiert, ein Doktortitel. Aber es ist nicht falsch, das ist einfach nur ein Hilfsmittel, um die Sache rüberzubringen. Aber was ich damit sagen will, diese akademische Art alleine reicht nicht. Sondern wir müssen schauen, wie der Prophet den Tauhid rübergebracht hat. Und da habe ich gestern, bin ich in YouTube auf ein Video gestoßen. Da sind dann einige Leute, die kritisieren einen Prediger, einen englischsprachigen Prediger, der vor circa 2 oder 3 Jahren gestorben ist. Und dann sagen sie, er hat nie einen Unterricht über Tauhid gemacht. Das ist jetzt der Beweis, dass er angeblich falsch ist. Aber der hat Unterricht gemacht über Sira. Der hat Unterricht gemacht über die Geschichten der Propheten. Unterricht über Abu Bakr, Unterricht über Umar, Unterricht über das Jenseits und viele andere Unterrichte. Was diese Leute nicht verstanden haben, ist, dass alle diese Geschichten Tauhid sind. Nur halt nämlich auf deine Art und Weise. Auf die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Tauhid beigebracht hat. Denn die Gelehrten sagen, der Koran unterteilt sich in 3 Kategorien. Kategorie Nummer 1, Akida und Tauhid. Kategorie Nummer 2, Ahkam, Regeln, Halal, Haram, Beten, Fasten etc. Nummer 3, Prophetengeschichten. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimullah sagt aber, nein. Denn alles ist Tauhid. Warum? Weil die Geschichten der Propheten handeln von Leuten, die von Allah gesandt wurden, die zum Tauhid riefen. Und die Ahkam, die Regeln, Halal und Haram, gehen zurück zu Tauhid. Deswegen sagt Ibn al-Qayyim, alles ist Tauhid. Und genauso sind diese Geschichten Tauhid, weil in diesen Geschichten lernst du Leute kennen,
die Allah kannten und die deswegen bereit waren, vor dem Pharao zu stehen und zu sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das war das, was die Leute bereit gemacht hat. Bruder, ich kann so viele Regeln erzählen und nach 7 Jahren erzählst du immer noch, ja, wir können sowieso nichts machen, wenn die deutsche Regierung Mohammed Rashida haben will. Wir haben alles Regeln auswendig gelernt. Da sage ich zu dem Bruder, ja, Bruder, Allah hat Macht über alle Dinge. Er sagt, ja, stimmt, hast du recht. Ja, ja, stimmt. Das ist, weil der Tauhid im Kopf angekommen ist, aber nicht im Herzen. Aber diese Geschichte bringt den Tauhid ins Herz. Du kannst hören, ich kann dir aufschreiben, man darf keine Götzen anbeten. Man muss auf Allah vertrauen. Man muss Angst vor Allah haben. Man muss Allah lieben. Ich kann es alles aufschreiben. Aber wenn du hörst, dass ein 16-jähriger Junge namens Ibrahim a.s. vor seinem Volk steht, in Surat al-Ankabut, die 29. Sure, und sagt, إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانَ وَتَخْلُقُونَ إِفْقَى إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ach, ein 16-jähriger Junge steht vor seinem Volk, der hat keinen einzigen, der ihm helfen kann, außer Allah. Und Allah reicht. Und er sagt zu seinem Volk, wahrlich, die Götzen, die ihr anbetet, das sind nur Götzen. Die ihr ihm Allah anbetet, das sind nur Götzen. Und ihr habt eine ungeheuerliche Lüge erfunden. Das heißt, Ibrahim sagt zu denen, eure Götzen sind eine Lüge. Das, was ihr anbetet, ist eine Lüge. Euer System ist eine Lüge. Eure, das, was euch heilig ist, ist eine Lüge als 16-Jähriger. Takbir! 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 Ach ja, 16-Jähriger alleine. Heute? Ach, wir sind Millionen und wir sind am Flüstern. Ach, das ist Tauhid. Habt ihr gespürt, wie der Tauhid in euer Herz reingegangen ist? Als ihr seht, ein 16-Jähriger. Warum? Weil das spürst du. Das ist nicht nur etwas für den Kopf. Das ist etwas fürs Herz. Diese Geschichten der Propheten, und die Geschichte des Propheten sind Sachen, die dein Herz festigen. Was ist der Beweis dafür, dass das dein Herz festigt? Hört mal zu. Erstmal, die Realität zeigt uns das, dass die Leute, die sich mit diesen Geschichten befassen, nicht nur Tauhid-Theoretiker sind, sondern Tauhid-Praktiker, die die Welt verändern. Denn das ist das, was die Sahaba erzogen hat. Aber jetzt gebe ich euch noch einen Beweis vom Koran. Allah sagt im Koran, in Surat al-Hud, die 11. Sure, Vers 120. Hört genau zu. Allah erzählt die Geschichten der Propheten, von vielen Propheten in Surat al-Hud. Und dann sagt er zum Propheten, وَكُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Und diese Geschichten der Gesandten erzählen wir dir alle, um damit dein Herz zu festigen. Achi, wenn das Herz des Propheten gefestigt wird durch diese Geschichten, wenn der Prophet, der beste Mensch, der diese Welt betreten hat, diese Geschichten braucht, um gefestigt zu werden, wie sehr brauchen wir diese Geschichten da? Wie sehr brauchen wir diese Geschichten da? Und schau weiter, Ibrahim, wir kehren zurück. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانَ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. Und ihr findet eine ungeheuerliche Lüge. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Wahrlich, die ihr neben Allah anbetet, die können euch kein Vermögen geben. Sucht euer Vermögen bei Allah. Wa'buduhu washkuru lahu. Und was sollt ihr machen? Dient ihm und dankt ihm. Ilayhi turja'un. Das ist Tauhid. Das ist nur ein Beispiel. Aber ich wollte euch ein anderes Beispiel geben. Weil, wisst ihr, Brüder, es ist immer so, wenn man die liebe Geschwister, ich sage immer Brüder, weil ich nur die Brüder vor mir sehe,
Wenn man die Geschichten der Propheten hört, da sagen dann viele, ja, Bruder, das sind Propheten. Allah sagt im Koran, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ فَبِهُدَىٰ مُقْتَدِي. Diese sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So, nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon ein schönes Beispiel. Und Allah sagt im Koran, قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَ. In Ibrahim und denen, die mit ihm sind, hattet ihr schon ein schönes Beispiel. Wer waren die, die mit Ibrahim sind? Wir sagen, die Mufassirun, die mit Ibrahim waren, waren die anderen Propheten, weil Ibrahim Abul Anbiya ist, der Vater der Anbiya. Das heißt, unser Vorbild. Aber, wie gesagt, bei manchen Brüdern sagen sie so, ja. Und bei Schwestern, ja, das sind Propheten. Das ist was anderes. Guck mal, die Weisheit, stell dir mal vor, Allah hätte Engel zu uns gesandt, nur Engel. Dann hätte jeder eine Ausrede, ja, können wir nichts machen, wir sind Engel. Deswegen hat Allah einen Menschen geschickt. Damit wir keine Ausrede haben, damit wir sagen, ja, ist er ein Engel? Nein, das ist ein Mensch. Der hat auch Fleisch, Blut und so weiter, der ist Masum von Allah, aber in der Hikmah von Allah hat er uns Rechtschaffene geschickt, Aulia und Sahaba. Sahaba hat er mit bestimmt, dass es die gibt, da hat keiner eine Ausrede. Und ich erzähle euch heute eine Geschichte von jemandem, den der Tauhid verändert hat. Wer ist das? Das ist Ribbi ibn Amir, radiallahu anhu. Wer ist Ribbi ibn Amir? Ganz unbekannt. Guck mal, wisst ihr, wie schade das ist? Guck mal, wie viele Namen von Sahaba und Tabi'in, die große Männer waren, die Welt erobert haben, kennen wir nicht. Wie viele kennen wir nicht? Umar al-Khattab, als er der Khalif war, schrieb er an Sa'd ibn Abi Waqqas, dass er Boten zu den Persern schicken soll, die sie zum Islam einladen, denn dadurch wird Allah die Perser schwächen. Erstmal kleine Geschichte. Die Perser, auch Sassaniden im Deutschen, waren damals die absolute Weltmacht. Die Muslime und der Prophet a.s. hat schon im 11. Jahr vorausgesagt, dass sie irgendwann Persien erobern werden. Zu diesem Zeit war der Prophet vielleicht gerade mal 300 Mann mit seinen Sahabern. Die Perser hatten zu dieser Zeit circa 2 Millionen Soldaten. Weltmacht. Stell dir mal vor, damals im 11. Jahr, nachdem der Prophet entsandt wurde, hörst du, der sagt, der wird irgendwann Persien erobern. Und jetzt sagt man dir wieder, was schätze, wie lange das dauern wird. Was würdest du sagen? Boah, die sind 300, die sind 2 Millionen. Boah, keine Ahnung. Das dauert vielleicht 100 Jahre, vielleicht 1000 Jahre. Keine Ahnung. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Bis die Muslime an der Tür der Perser geklopft haben und die Perser vor Angst bald versunken sind? Circa 15 Jahre. Happy! Und hiermit möchte ich euch was sagen. Inshallah ist der Sieg Allahs nahe. Inshallah ist der Sieg Allahs nahe, Brüder. 15 Jahre. Aber Ribbi und wie gesagt, Sa'd ibn Abi Waqqas schickt Boten zu den Persern. Und Rustum, der will diskutieren mit den Muslimen. Und der will, Rustum war einer der Führer der Perser. Ja, der will, dass einer von den Muslimen kommt, um mit ihnen zu diskutieren. Sa'd ibn Abi Waqqas, es gab vorher schon viele Schlachten, schickt Ribbi ibn Amir radiallahu anhu. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Perser waren es gewohnt, Kriege mit den Römern zu führen. So, und die haben jetzt gedacht, oh, jetzt kommt die Delegation der Muslime, es ist ein neues Reich, die sind gefährlich, es ist ein neuer Herrscher, Herr, Macht, dies, das. So, was machen die Perser? Die rollen einen riesengroßen Teppich auf, die haben einen riesengroßen Teppich und einen goldenen Thron und die stellen Soldaten überall auf und warten jetzt auf die muslimische Delegation. Sie denken jetzt, die kommen wie die Römer, ja, mit Gold und teuer und hast du nicht gesehen. Auf einmal
wo ist denn die muslimische Delegation? Auf einmal kommt die muslimische Delegation. Wie viele sind in der muslimischen Delegation? Ein Mann. Wie sieht er aus? Dein kleines Pferd, wie ein Pony. Ein kleines Schwert. Und das Schwert hat er, weil er so arm ist, der hat noch nicht mal eine Scheide für das Schwert, hat er so Stoff drum gemacht. Und einen Speer hat er. Und der Speer, der ist auch halb kaputt. Und dann hat er auch so festgemacht, die Klinge von dem Speer. Der kommt an mit dem Pferd. Der reitet erstmal auf den Teppich drauf. Die wollen ihn festhalten. Hey, hätte ich doch Teppich gebraucht. Was macht der? Interessiert ihn nicht. Der macht sein Pferd fest. Dann geht er los mit seinem Speer. Und mit seinem Schwert. Und dann sagen die, hey, mit den Waffen kannst du aber nicht zur Rüstung gehen. Das geht nicht. Sagt er immer, ihr habt mich gerufen. Ihr habt mich hierhin bestellt. Entweder ich gebe mir meine Waffen oder ich gehe wieder. Tschüss. Guck mal. Ach, du musst dir das mal vorstellen, dieser Auftritt. Ach, das ist die Weltmacht. Das ist die Weltmacht, ist das. Die Soldaten sind um den herum, die interessieren den gar nicht. Wisst ihr warum? Der sieht die so klein. So klein sieht er die, obwohl die 2 Millionen Soldaten haben. Warum? Warum sieht er die so klein? Weil bei ihnen Allah groß im Herzen ist. Takbir! 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 Ach, und Wallahi, wenn Allah bei dir groß im Herzen ist, dann wird die ganze Welt so klein. Ach, du musst verstehen, alle Präsidenten, Obama, Merkel, Putin, wie sie alle heißen, besitzen kein einziges Molekül. Kein einziges Molekül im ganzen Universum, sondern Allah, Tabarak alladhi biyadil mulk, segensreich ist der, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt ist. Das ist Allah. Brüder, das ist Tauhid. Spürst du den Tauhid gerade? Spürst du das? Das ist nicht nur eine Regel. Wir sind gerade nicht am Regeln, ja, lass uns das mal definieren und danach verstecken wir uns wieder in unseren Löchern. Dann können die alle mitkriegen. Rippe bin Ami, der geht dorthin und er sagt, entweder ich gehe mit den Waffen oder ich gehe wieder. Was ist, die lassen ihn dorthin. Ihr müsst euch das vorstellen, eine Person, aber weil der Esad, haben die alle Angst vor dem irgendwie. Und das ist, was Oman Abdulaziz hat. Der sagt, wer Allah fürchtet, hört gut zu, liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, wer Allah fürchtet, so wird Allah dafür sorgen, dass ihn alle fürchten. Und wer Allah nicht fürchtet, so wird er alle fürchten. Wer Allah fürchtet, so wird Allah machen, dass ihn alle fürchten. Und wer Allah nicht fürchtet, wird vor allem Angst haben. Schau dir die Situation heute an, dann siehst du, dass das, was Oman Abdulaziz gesagt hat, die Wahrheit ist. Ach, guck mal, wir haben eben geredet von Ländern oder einem Land, wo Tauhid im Kindergarten unterrichtet wird und wo das Praktizieren immer weiter runtergeht. Auf der anderen Seite siehst du Brüder, die keine Mittel haben, die wenige sind, die viele Feinde haben, die große Mittel haben und trotzdem kriegen die nicht klein. Augen aufmachen, Ohren aufmachen, Gehirn einschalten, dann weiß man Bescheid. Ja? Soll ich es nochmal wiederholen? Auf der einen Seite siehst du Länder, die Milliarden haben, wo das Praktizieren der Religion runtergeht, ja? Wo Vergewaltigungen in der Hausordnung sind, obwohl sie denken, sie leben in Sicherheit. Auf der anderen Seite siehst du kleine Gruppen mit wenig Mitteln, mit vielen Feinden. Und diese Feinde haben große Mittel und die kriegen die nicht klein. Augen aufmachen, Ohren aufmachen, Gehirn einschalten, da weiß man Bescheid. Weiter im Text. Rippe ibn Amir geht jetzt zur Rüstung. Und da sagt der Rüstung, was wollt ihr? Was wollt ihr? Da sagt der Rippe ibn Amir, und hört euch diese Worte an.
ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلا عبادة رب العباد ومن جور الأديان ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. Wir sind gekommen, Allah hat uns erweckt, um die Menschen herauszubefreien von der Anbetung der Diener, der Anbetung der Schöpfung, zur Anbetung des Herrn der Schöpfung. Des Schöpfer, Lenker, Herrscher der Schöpfung. Das heißt, Rabbi Ibn Amir, der hat verstanden, dass der Islam eine Befreiung ist. Dass jeder Mensch ein Sklave ist. Aber dass der Beste derjenige, der sich dem besten Sklavenherrn hat. Wir sind Sklaven Allahs. Stell dir vor, du bist auf einem Sklavenmarkt. Du bist ein Sklave. Was wäre der schlechte Herr, den du bekommen könntest? Das Schlechteste wäre, du hättest zwei Herren oder drei Herren oder vier Herren und jeder will von dir was anderes. So ist das heute mit den Götzendienern, mit den Säkularisten. Die müssen jedem gefallen. Das andere wäre negativ, wenn man einen Herrn hat, aber dieser eine Herr will für einen etwas Schlechtes. Was ist die beste Sklavenschaft? Wenn man einen Herrn hat, der das Beste für dich will und der fähig ist, dir das Beste zu geben. Und wer kann das nur sein? Allah. Und deswegen, Alhamdulillah, nehmen wir gerne den Islam an und wir sind gerne Diener Allahs. Weil Diener Allahs zu sein, die wahre Befreiung ist. Du machst nur das, was Allah sagt im Koran, das, was der Prophet a.s. sagt und du weißt, dass das richtig ist, du weißt, dass das gut ist, du weißt, dass das der Weg zum Heil ist. Allah sagt im Koran, Taha, ma anzalna alayka al-Quran litashqa. Taha, wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du unglücklich bist. Sondern was passiert? Man amila sariya min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Deswegen, Brüder und Schwestern, ich frage euch und ich sage es euch. Schaut euch um. Schaut euch die Leute an, die Muslime, die Sklaven der Drogen geworden sind. Schaut euch die Muslime an, die Sklaven der Unzucht geworden sind. Schaut sie euch an. Schaut sie euch heute an, wo sie vielleicht einen auf cool machen. Ey, yeah, ich bin der Coolste. Yeah. Und schau sie dir nochmal in 10 Jahren an. Bruder, ich kannte so viele Leute von der Sorte. Glücklich wirst du nur mit Allah. Deswegen, wenn du anfängst zu beten, wenn du anfängst zu fasten, wenn du anfängst dein Leben auf Allah auszurichten, wirst du nichts vom Leben verpassen. Sondern ganz im Gegenteil, das ist der wahre Genuss. Und die größte Ehre ist es, ein Soldat Allahs in dieser Zeit zu sein. Und mit Soldat Allahs meine ich, damit der Verfassungsschutz nicht falsch versteht, wo ich schon gesagt habe, meine ich jetzt in diesem Fall nicht unbedingt zu kämpfen. Ich meine damit, sich für die Religion einzusetzen. Und wir haben viel zu tun, Brüder und Schwestern, ich sage euch, macht die Straßen von Hamburg sauber. Ich bin so stolz auf euch. Versucht die ganzen Jugendlichen, die heute auf der Reeperbahn ihr Unwesen treiben, versucht die zurückzuholen. Ihr wisst selber, wie viele Jugendliche, Türken, Afghanen, Iraner, Palästinenser, Tunesier, drogenabhängig sind oder andere Probleme haben. Holt sie zurück. Auf jeden Fall, Rabbi Ibn Amir macht weiter. Und er sagt danach, وَمِنْ دِيقَ الدُّنْيَا إِلَّا سَاعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Und von der Enge des Diesseites, Diesseits, zu der Weite des Diesseits und des Jenseits. Bruder, wisst ihr, was das heißt? Ich habe darüber einen ganzen Vortrag gemacht, über diese eine Stelle. Ja? Der heißt, verpasse dein Leben nicht. Das heißt, egal was passiert, und hier gebe ich euch einen Hadith, liebe Geschwister. Ein Hadith vom Propheten, bitte, liebe Geschwister, merkt euch das. Der Prophet sagt,
Ajaban li amril mu'min. Wunderbar, wundersam ist die Angelegenheit des Gläubigens. Fa inna amru kullu khair. Denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Und niemand geht das so außer dem Gläubigen. Was denn? Was ist bei ihm denn? Jetzt so wunderbar. In asabatu sara'u shakar fa kana khairun lahu. Wenn ihn etwas Erfreuliches trifft, dankt er Allah und das ist gut für ihn. Das heißt, es passiert was Schönes. Ja, ich wollte es gerade sagen, der gewinnt im Lotto, aber das lassen wir mal. Beispielsweise, der kriegt einen Sohn oder eine Tochter. Ist was Schönes. Der dankt Allah und der kriegt sogar noch Hasanat dafür. Der hat also den Genuss im Diesseits, ist noch dankbar und kriegt noch Hasanat dafür, weil er dankbar ist. Und wenn ihn eine Hechte trifft, ist er standhaft und das ist gut für ihn. Achi, guck mal heute die Situation an, wie die Leute zusammenbrechen. Warum immer ich, warum mir die Probleme? Achi, du siehst den reichsten Käfer, den reichsten Ungläubigen siehst du und ihm passiert irgendwas und er ist total verzweifelt, liebe Geschwister. Ach, ich bin einmal mit dem Sheikh Mohammed Saad al-Azhari, sind wir in ein Krankenhaus gegangen. Da lag ein Marokkaner, der hatte einen Unfall gehabt. Der konnte nur noch seinen Kopf bewegen und seine rechte Hand. Stell dir mal vor, man würde jetzt 1000 Leute auf der Straße fragen, was ist die schlimmste Situation, die du dir vorstellen kannst. Da wird bestimmt der ein oder andere sagen, boah, so zu leben, querschnittsgelähmt im Bett zu liegen, noch nicht mal die Hose, noch nicht mal allein aufs Klo gehen zu können. Muss jedes Mal die Krankenschwester kommen und die Pampers machen. Überleg mal, wie schlimm das ist. Ach, und wir kommen in das Zimmer rein und dann sagen wir zu ihm, Salam alaikum, kayfa haluk. Kayfa haluk heißt auf Arabisch, wie geht's? Ach, du schämst dich fast, diese Person zu fragen, wie geht's? Und wisst ihr, was er sagt? Dem sein ganzes Gesicht strahlt und lächelt und er sagt, Alhamdulillah. Dann erzählt er, guck mal, in der Situation, er kann nichts mehr machen, nichts mehr machen. Sagt er, ich habe viel Zeit, Dhikr zu machen. Guck mal, Allah, der Islam gibt ihm jetzt noch einen Sinn in diesem Leben. Ich kann viel Dhikr machen. Und dann gucke ich, da hat der Flyer von islamischer Internetseite, um Dawah zu machen mit den Besuchern und mit den Krankenschwestern. Und dann sagt er, guck mal, ich gucke mir immer die Vorträge an. Auf Deutsch schaue ich mir immer deine Vorträge an und auf Arabisch schaue ich mir die Vorträge von Sheikh Abu Saq al-Hawaini an und der Sheikh Mohammed Saad al-Azhari ist ja der Schüler von Sheikh Abu Saq. Guck mal, wie krass. Aber was ich damit sagen will, guck mal, sogar in dieser Situation, natürlich keiner von uns will in dieser Situation leben, aber sogar in dieser Situation gibt der Islam einem Hoffnung. Sogar in dieser Situation. Und dann sagt Rabb ibn Amir, wa min jawri al-adyan ila adl al-Islam. Von der Ungerechtigkeit der Religionen zur Gerechtigkeit des Islams. Rabb ibn Amir hat der vergleichende Religionswissenschaften studiert, oder? Woher weiß er das? Er weiß das, weil er auf den Koran vertraut. Und die anderen Botschaften sind entstellt und die vollkommene Gerechtigkeit ist nur die Gerechtigkeit Allahs und die findet man nur in dem Buch, das unverfälscht ist, über das Allah sagt, das Falsche kommt zu diesem Buch nicht von vorne und nicht von hinten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَكَدْ يَسَارْنَ الْقُرْآنَ لِذِكَرْ فَهَلْمٍ مُدَكِرْ. Wir haben den Koran leicht gemacht zum Ermahnen, so leer, wer lässt sich ermahnen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِذُونَ. Wahrlich, wir haben die Ermahnung herabgesandt, und wahrlich, wir werden sie schützen. Deswegen, liebe Geschwister, geht heute raus, seid stark, seid wie Rabb ibn Amir. Also, übrigens, ich habe noch was vergessen. Rabb ibn Amir, als er zur Rüstung gegangen ist, mit seinem Speer, da waren ja die teuren Perserteppiche, da hat er immer mit dem Speer Löcher in die Teppiche reingeschlagen. Boom, boom. Ich will damit nicht sagen, ihr sollt randalieren, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich will nur damit sagen, weil das ist eine andere Situation, aber was ich sagen will ist, man muss Essen haben. Wisse, Allah, wir haben die Liebe für Allah in unserem Herzen. Wir wissen, dass Allah der Größte ist, Allahu Akbar. Und deswegen sind alle anderen nicht so klein, sondern nichts. Das müssen wir uns merken. Geht so raus,
und erobert diese Stadt. Erobert die Herzen. Takbir! Das hört sich gut an. Erobert die Herzen dieser Stadt. Takbir!